Hallo und herzlich willkommen hier bei LS 2013, deiner weiteren Mod-Vorstellung. Ja, hier der Valtra 6800, die Forced Edition V1. Man sieht es hier schon schön, er hat den Käfig aufgebaut, schön orange gehalten. Gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Inklusive Frontlader, der Käfig ist nicht im Weg, der Frontlader funktioniert auch tadellos. Parallelführung fehlt etwas, aber okay. So, zack, funktioniert alles bestens. Ja, was hat der Schlepper? Wir sehen es hier. Wir haben mit G können wir Geräte wechseln. Also, wenn wir nicht nur mit 0 haben, haben wir Arbeitslichter. Wir können mit U Allrad ein- und ausschalten. Sieht man das vielleicht in der Innenansicht irgendwo? Beziehungsweise auf dem richtigen Fahrzeug wechseln. Hier unten sieht man es 4x4 leuchtet oder leuchtet nicht. Wir haben Drehzahlbegrenzer, der wahrscheinlich mit ab und auf funktioniert. Mal kurz gucken. Genau, mit ab auf kann man dann schön steuern und schön Kamot fahren oder man gibt richtig Gas. Wir haben Betriebsstundenzähler, ist auch cool. Animierte Dachanzeige, auch cool mit kmh, Drehzahl, alles drum und dran. Gefällt mir auch sehr. Wie gesagt, funktioniert alles einwandfrei. Wir haben Spiegel, die nicht ganz real sind, okay. Schade, hätte ich gern gehabt. Was haben wir noch? Kurz mal. Da was schließen, so. Wir haben Numpad 1, 2, 3 haben wir Blinker. Numpad 4 haben wir vorne Zwillingsreifen. Ich muss das durchschauen, weil da gibt es keine Beschreibung dazu. Sollte der Modder vielleicht in Beschreibung packen, alles. Nummer 6 haben wir hinten Zwillingsräder. Nummer 7 können wir die Tür öffnen. Nummer 8 hinten die Heckscheibe inklusive Schutzgitter. Nummer 9 hier. Da haben wir Lichter Nummer 0. Und irgendwo sollte eigentlich noch irgendwas von Ketten sein. Okay. Bin ich zu doof zu finden. Was der Schlepper meiner Meinung nach nicht hat, ist eine Hupe, ja? Okay, egal. Ihr seht, der funktioniert. Wir schauen noch mal kurz den Shop. Wir haben den Valtra. Hier, Bauer 85 kW. Auch schon gut für Forstbetrieb, so für kleine reicht das. Frontlader. Kleine Beschreibung hier. Hier sieht man nochmal Werkkappe 0, ES-Limiter, Blinker, Door, Window, Dualreifen. Okay, Ketten hat anscheinend doch nicht. Habe ich mich verlesen. Sorry. Aber 18.000 definitiv, glaube ich, zu wenig für die Forced Edition. Aber okay. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Auf alle Fälle schauen wir nochmal in die Lok. Und die Lok ist fehlerfrei, wie man hier sieht. Also da ist kein Fehler drinnen. Ich teste die Mods ja immer ohne anderen Mods, also keine weiteren Mods, sondern wirklich nur Standard LS, damit es einfach zu keinen Fehler mit anderen Mods kommt. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Mod-Vorstellung. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen über den Mod. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaut auf meinen Kanal, abonniert das Video, liked das Video und somit verpasst ihr kein Video mehr. Gut, in diesem Sinne viel Spaß mit dem Mod. Ein Daumen hoch für den Modder. Und wir sehen uns.